Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir in die düstere Welt dieser Geschichte eintauchen, sei erwähnt, dass diese Erzählung ihre Wurzeln in der Realität hat. Um die Privatsphäre und Sicherheit aller Beteiligten dieser unheilvollen Chronik zu wahren, wurden die Namen und Orte in dieser Geschichte sorgfältig verändert. Jegliche Ähnlichkeit mit real existierenden Personen, Orten oder Produkten ist rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt. Tauchen Sie ein in eine düstere Welt, in der Realität und Fiktion sich auf unheimliche Weise vermischen. Sie hören Geschichten aus der Mühle. Eine Erzählung aus dem Rygronomikon, geschrieben von Abdul Alvustret. Übersetzt von H.P. Lügencraft. Kapitel 1: Der Fluch. Es war einmal ein Mann namens Friedrich, der in einem kleinen Dorf am Rande eines dichten Waldes lebte. Friedrich, ein einfacher und dennoch außerordentlich attraktiver Mann mit langen, blonden Haaren, führte ein Leben der Ruhe und Bescheidenheit. Sein markantes Äußeres zog die Blicke der Dorfbewohner auf sich und sein freundliches Wesen machte ihn zu einem beliebten Mitglied der Gemeinschaft. Eines Tages, als die Sonne langsam hinter den Baumwipfeln verschwand und der Wald in ein mystisches Dämmerlicht getaucht wurde, verspürte Friedrich den Drang, die vertrauten Pfade des Dorfes zu verlassen und tief in den Wald einzudringen. Die Bäume schienen sich zu verengen, als er weiter voranschritt, und das Geflüster des Windes wurde zu einem unheilvollen Raunen. Eine unerklärliche Angst ergriff Friedrich, als er den Wald betrat, als ob die Natur selbst ihn vor etwas warnen würde. Inmitten des dichten Geästs stieß Friedrich auf eine Lichtung, auf der eine seltsame alte Frau stand, die ihn mit finsteren Augen ansah. Ihre Augen durchbohrten Friedrich, als er unwillkürlich einen Schritt zurücktrat. Die alte Frau war eine mächtige Hexe und verspürte eine tiefe Verachtung für die Rügenwalder Teewurst, die in dem Dorf hergestellt wurde. In einem Moment unkontrollierter Wut legte sie einen Fluch auf Friedrich. Von diesem Moment an war Friedrich dazu verdammt, in dem Wald zu leben und immer wieder zurückzukehren, um Rügenwalder Teewurst zu holen. Friedrich würde für alle Ewigkeit im Wald verbringen, als ein Schatten seiner selbst. Im Dorf wagte niemand mehr, Teewurst herzustellen oder zu verkaufen, aus Angst vor dem geheimnisvollen Verfluchten. Die Menschen im Dorf erzählten sich gruselige Geschichten über den Wurstmann, der im Wald gefangen war. Einige behaupteten, sie hätten Friedrich in den dunklen Stunden der Nacht gesehen, wie er lautlos durch den Wald schlich. Andere warnten davor, den Fluch zu provozieren, indem man über Rügenwalder Teewurst sprach. Die Erzählung über den Wurstmann wurde zu einem Teil der Dorfgeschichte. Die Bewohner erzählten sich die Geschichte von Friedrich und seinem endlosen Verlangen nach Rügenwalder Teewurst. Es wurde zu einem Test der Tapferkeit für die jungen Männer des Dorfes, den Wurstmann im Wald zu suchen. Jene tapferen, wenn auch leichtsinnigen Männer, welche sich in den Wald begaben, um Friedrich zu finden, verschwanden spurlos und wurden nie wieder gesehen. Die Überlieferung besagte, dass sie dem Wurstmann begegnet waren, der sie in Teewurst verwandelte, um sein Verlangen zu stillen. Die Angst davor, zu Wurstbrät verarbeitet und in den eigenen Darm gestopft zu werden, war für die meisten Menschen Grund genug, den dunklen Wald und die Begegnung mit Friedrich zu meiden. Die Frauen des Dorfes, die es wagten, nach den vermissten Männern zu suchen oder einfach töricht genug waren, den Wald als Abkürzung zum Dorf zu nehmen, erlebten das Unglück, auf Friedrich im Wald zu stoßen. Seine betörende Schönheit zog die Frauen unausweichlich in ihren Bann und trieb sie dazu, ihm bis zu einer mysteriösen roten Plastikmühle im Wald zu folgen. Als sie Friedrich an der roten Plastikmühle erreichten, verschwanden sie spurlos, genauso wie es zuvor bei den Männern geschehen war. Die Geschichte wurde Legende. Die Legende wurde Mythos. Jahrhunderte vergingen. Und irgendwann vermochte niemand mehr, über den verfluchten Wurstmann zu sprechen. Friedrich wurde vergessen.